Also, grüß euch, ich bin der Wolfgang und ich studiere Informatik und beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit Android-Entwicklung und bin, wie die meisten, zuerst als Anwender auf das Exposed Framework eines Tages gestoßen. Okay, meine erste Frage, wer kennt denn das? Mhm. Wer benutzt es? Mhm. Ja. Jo, und dann fällt irgendjemandem irgendwann einmal auf einmal ein, das und das hätte ich gerne in mein System anders oder in der App anders. Und irgendwann kommt man dann dazu, das mal selbst auszuprobieren. Und das möchte ich euch heute mal ein bisschen zeigen. Also direkt selbst die Exposed-Module zu entwickeln. Gut, was ist Exposed? Gut, die Hälfte hat glaube ich ja schon gesagt, die kennen es eh. Es ist ein Framework, mit dem man direkt zur Laufzeit den Code in Arbeitsspeicher manipulieren kann. Was bedeutet, dass man zum Beispiel im für irgendwelche Funktionen, um sie zu verändern, was hinzuzufügen oder so, von ROMs nicht jedes Mal ein eigenes ROM flashen muss. Genauso wie bei einer App, die kann ich auch unangetastet lassen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe weder einen Source Code noch schaffe ich das irgendwie direkt zu manipulieren oder ich will das vielleicht gar nicht, dann kann man das direkt zur Laufzeit mit dem machen. Und das Klasse ist auch, das sind deaktivierbar, die Module, was bedeutet, wenn ich sage, ich möchte das und das Feature nur mal ausprobieren, möchte es hinzufügen oder, und so weiter und kommt darauf, das taugt mir nicht, dann muss ich nicht wieder jetzt ein neues ROM flashen, eine neue IP Cache flashen oder halt eine alte, sondern ich brauche das nur ausschalten. Was braucht man dazu? Funktioniert dort das Framework selbst ab Android 4.0.3 und bis 4.4, wo noch die Dell-VM verwendet worden ist, hat es eine eigene Version gegeben und später dann hat der Entwickler, Robo89 nennt sich der, hat auch eine Version für ART rausgebracht, die im Endeffekt dann mit Lollipop und Marshmallow funktioniert. Man braucht Root und ein Custom Recovery, das allerdings im Prinzip nur für die neue Version. Heutzutage verwendet zwar vermutlich keiner mehr, Android 4.4 oder älter, aber mit dem, da hat man noch direkt im Installer das Framework installieren können, jetzt muss man es flashen. Im Prinzip war es das eh schon vom Reden her, weil das Interessante ist ja, wenn wir selber uns das in der Praxis anschauen. Wie schaut es bei dir aus? Fast. Okay. Ja, ich glaube, Balance ist erst compilen aus dem scheiß Team. Oh, ja. Na gut, ich habe da nämlich, schon auf das, wenn es geht, ist da ein Cheese oben? Ist da ein Cheese oben? Dieser Webcam-Viewer. Was suchst du? Cheese, so Käse. Das ist der Webcam-Viewer. Noch nicht. Okay. Der ist winzig. Je nachdem, wer von euch beiden schnell wird. So, Team-Viewer ist da. Ah, okay. Gut, dann brauchen wir es eigentlich nicht mehr, glaube ich. Jo, Der braucht ein Gerät, ne? Steck du einfach mal, du bist ja angestellt. Ja, gib mal. Genau. Bei dir eins erst. Genau, so da. Nicht die, wo es dir zuletzt hin verbunden hat. Falsch geschaut. Dazu als erstes einmal das Framework installieren und das geht einfach über Flashable Zip, beziehungsweise es gibt eine Companion App,
Die heißt Exposed Install. Ist ja einfallsreich, gell? Und die können wir als erstes machen. Die tun wir mal auf. Da sieht man nicht viel, gell? Augenblick. Das ist unscharf, oder? Das ist natürlich. Genau, der sagt uns jetzt da schon, ist schon eine Warnung, dass das Framework nicht installiert ist, wieso in das umschaut. Und, das sieht man wirklich schwer, steht Exposed is not installed. Passt, was machen wir? Wir haben da ein flashable ZIP. Die Links, wo man das alles kriegt, das schicke ich, also das steht aus dem Folien, da könnt ihr es noch auch haben. Und zwar gibt es ein ZIP für Android 5.0, für 5.1 und für 6.0. Weil die jeweils unterschiedliche API-Levels haben, ist es wichtig, dass man da das Richtige erwischt. Und es gibt eine Version für ARM 64 und für x86. Das heißt, man braucht im Endeffekt dann natürlich die richtige Version. In meinem Fall habe ich da jetzt ein nacktes Android 5.1.1 untouched von Google. Und braucht eben noch das ZIP für das API Level 22 für ARM, weil das ein Nexus 4 ist, das hat ein 32-Bit ARM. Da haben wir unser schönes Custom Recovery. Gut, das sieht man noch schlechter. Install. Wieso geht denn das so schlecht? Da habe ich dieses ZIP. Das flösche ich. Geht ziemlich schnell, weil das eigentlich relativ klein ist. Aktuelle Version ist 83. Und tun wir noch den Cache wipen. Neu starten. Das wird jetzt eine Zeit dauern, weil er jetzt durch das Cache wipen wieder die ganzen Delvec Arch Caches neu anlegen muss. Aber inzwischen können wir uns ja schon mal mit dem Interessanten beschäftigen, nämlich mit dem Entwickeln. Machen wir mal unser Android Studio auf. So, und starten wir einfach gleich mal ein neues Projekt, das nennen wir, wie nennen wir das, Linux-Tage, Exposed, Paket, sagen wir, Tage.at, Linux-Tage. Gut, da steht jetzt zwei, weil ich ja so ein Projekt habe, das so heißt. Generell funktioniert Exposed erst ab API 15, haben wir ja schon gesagt, für 4.0.3. Allerdings, was wir da jetzt haben, unsere ganz normale App-Kompatibilität, die hat im Prinzip damit Exposed gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist nämlich im Endeffekt eigentlich nur ein Frontend betreffend. Und wir machen jetzt nämlich eh mal eine App, die, also ein Modul, das gar kein Frontend hat. Das heißt, ich sage da No Activity. Gut, was wollen wir machen? Und zwar als Beispiel, ist da ein ganz lustiges Beispiel, das ist auch auf der Website, das habe ich nur leicht abgewandelt, von Exposed. Wir werden einfach unsere Uhrzeit hernehmen in der Statusleiste und dort hinten einen Text dazu schreiben zusätzlich. Wie beginnt man dabei? Gut, als erstes, wenn ich sage, ich möchte was manipulieren, muss ich mal den Code finden, den ich überhaupt manipulieren will. Und in dem Fall, das tun wir jetzt nicht alles nochmal genau durchschauen, aber kommen wir drauf, dass in Android 5.1.1, das, beziehungsweise im 6er glaube ich auch noch, in dieser Datei drinnen ist. Da gibt es eine clock.java. Ah, oh, das ist abgeschnitten. Wieso ist denn das abgeschnitten? Weil natürlich die Auflösung von
Auf jeden Fall, wir haben die clock.java da und da drinnen haben wir eine Methode, die heißt getSmallTime. Hat keine Parameter und gibt eine Jar-Sequence zurück, in der im Endeffekt die Uhrzeit drin steht. 5 Zeichen, 2 Zahlen, Doppelpunkten, 2 Zahlen, passt. Wenn wir das jetzt mit Exposed hooken wollen, Moment, ich habe jetzt glaube ich zweit ausgeholt, ich gehe noch einen Schritt zurück, und zwar, als erstes müssen wir mal unser Projekt zu einem Exposed-Modul machen. Das geht so, und zwar, ursprünglich gab es eine Jar-Library, das war an sich auch schon ziemlich einfach, das haben sie aber jetzt noch besser gemacht, nämlich das ist jetzt direkt im JCentral drin, das Exposed, JCenter. Das heißt, man braucht das nur mehr einbinden, also Zukunft, ja. Man braucht das nur mehr im Gradle-Bind einbinden, und zwar, hier wichtig, nicht compile, sondern provided. Das Paket heißt de.robv.exposed. Wie ist es weitergegangen? Moment, muss ich jetzt selber nachschauen. Genau, .android.exposed, so heißt es. Genau. Können wir copy-pasten. Android.exposed. Doppelpunkt 83, API Doppelpunkt 83. Nein, Moment. Die 83er ist die neueste Flashable Zip, aber mir ist aufgefallen, in der API gibt es anscheinend erst die Version 82, aber auf das kommt es ja an. Passt, tun wir das mal hinzu, dann mal synken und schauen, ob das geht. Schaut gut aus. Gut. Das heißt, jetzt können wir schon unsere API benutzen. Im Endeffekt für diesen Exposed Installer, wie bemerkt er, dass wir ein Exposed Modul haben? Dazu brauchen wir zwei Sachen. Und zwar, wir haben unter anderem für unsere Android Manifest brauchen wir Metadaten. Und zwar Metadata. Es gibt Exposed Module True. Sogar ein Syntaxfehler, tun wir das auch wieder copy-pasten, ganz schier. Was ist denn das? Falsch, so warten wir. Das sind die Metadaten, die, wie der Name schon sagt, Exposed Module True ist, dass es ein Exposed Module ist. So erkennt nämlich der Installer, dass man das aktivieren, deaktivieren kann. Eine Description kann man einschalten, da kann man auch weglassen. Und eine Minimalversion. Ich habe da jetzt gleich die, zu der Zeit, wo ich das geschrieben habe, neueste genommen. Aber was ich da empfehlen würde, ist, dass man Version 54 nimmt. Das war die letzte Version für Delvik, weil. Wenn es jemand für Delvik noch benutzen will, und wir können das natürlich testen auch vorher, ist natürlich praktisch, wenn der das auch noch benutzen kann. Auch noch früher würde ich nicht nehmen, weil es gibt keinen Grund, wenn man noch ein Delvik-Handy hat, dass man eine frühere Version 54 verwendet. Weil von Version zu Version haben sie bei Exposed vorwiegend die Bugfixes geändert und Features sind nicht allzu viel dazugekommen, deshalb, das würde ich empfehlen. Gut, jetzt war es einmal der Exposed-Installer, dass es ein Modul ist. Dann braucht man noch eine Asset-Datei. Machen wir da einen neuen Ordner in Main namens Assets. Und dort braucht man eine Datei namens exposed_init. Und in der schreiben wir rein, welche Klasse von exposed als erstes geladen wird. Machen wir dazu einmal eine. Und zwar, ich nenne die Linux-Tage exposed. Das heißt, inklusive Paket ist die Klasse, die ich laden will, Paketname.Klassenname. Das steht einfach nur so drinnen in der Datei exposed init.
Und dann können wir schon zum Programmieren anfangen. Es gibt drei Möglichkeiten, und zwar, man kann den Scigout-Init-Prozess hooken. Das ist ein Prozess, der ziemlich früh beim Booten schon gestartet wird. Das habe ich persönlich noch nie braucht, noch nie benutzt. Mit dem kann man ganz tiefe Sachen im ROM manipulieren. Dann gibt es Handle-Load-Package zu hooken. Das heißt, das wird immer ausgeführt, wenn nicht Handle-Load, doch wohl. Genau. Doch, Load Package passt schon, genau. Das wird ausgeführt, wenn man wenn ein Code ausgeführt wird. Und das Init Package Resources, das ist zum Ressourcenhooken. Können wir auch noch ausprobieren. Und zwar als erstes werden wir wir wollen ja eine Java-Methode hooken. Das heißt, dafür werden wir als erstes einmal das Load Package machen. Wenn ich das Interface implementiere, das ist ja von. Wie sieht man das? Sieht man so schwer, gell? Warte mal. Wenn man das wenn man das Interface implementiert, dann brauchen wir da eine Methode, nämlich die HandleLoadPackage. Und da ist jetzt unser Code, da schreiben wir jetzt unser Code ein, der ausgeführt wird. Das wird immer ausgeführt, wenn ein Paket geladen wird. Das heißt, wenn wir nur eine bestimmte Methode hooken wollen, dann können wir zuerst einmal schauen, ob wir überhaupt in dem richtigen Paket sind. In unserem Fall, wie war das vorhin, haben wir das Paket von Android, Android System UI Status Bar Policy. Das kopiere ich mal jetzt mal. Und zwar sag einfach mal, ihr kriegt dann nämlich den Parat mit der Load Package Param übergeben. Das heißt, ich kann als erstes gerne mal schauen, if not load package param. Punkt. Was haben wir da drinnen? Is first application, app info und so weiter. Wenn er sagt, der Package Name ist nicht der, den ich hooken will, dann gehe ich einfach gleich mal zurück. Das heißt, das spart mir nämlich einen Code, der sonst ausgeführt wird und nichts tut. Passt. Wenn ich da drin bin, dann kann ich meine Sachen machen. Was kann man jetzt da genau machen? Und zwar, es gibt verschiedene Helper in Expose, die das alles relativ einfach machen. Und zwar Exposed Helpers. Da gibt es unter anderem, was am leichtesten ist zum Starten, ist Find and Hook Method. Man kann auch nur eine Klasse mal finden, also eine suchen. Man kann eine Methode aufrufen, eine neue Instanz anlegen von Objekten und so weiter. Wir werden jetzt das erste Mal zum Beispiel eben machen Find and Hook Method. Gut, was braucht er für Parameter? Er braucht einen Klassennamen. Das heißt, seht ihr, da gibt es zwei Implementationen, nämlich wenn ich vorher schon eine Klasse gesucht habe, weil wenn ich mehrere Sachen hooken will, brauche ich dann nicht jedes Mal was Neues suchen. Oder ich kann ihm direkt einen Namen übergeben, das heißt, das mache ich jetzt mal als String. Wir haben gesagt, unsere heißt com.android.systemui.statusbar.policy.clock. So, dann in der Klasse, was für Methode wollen wir hooken? Gibt es auch wieder als String. Der hat geheißen getSmallTime. Dann kann man als zusätzlicher Parameter angeben, welchen Typ die Methode hat. In dem Fall, weil unsere ja gar keine hat. Genau, hat keine Parameter, das heißt, da gehen wir nichts an. Und dann gehen wir noch mit eine. Aha, ja, richtig, okay. So, da. Und dann gehen wir noch dazu an, unseren Code, den wir ausführen wollen. Und zwar, da legen wir einen New XC Method Hook an. Und da gibt es zwei Methoden, die man implementieren kann: After Hooked Method und Before Hooked Method. Jetzt ist es wiederum vom Anwendungsfall abhängig, wann man was braucht. Das heißt, den Code, den ich da dann implementiere, der wird ausgeführt, entweder davor oder danach, nachdem in unserem Fall getSmallTime aufgerufen wird. Wir sagen jetzt, wir machen AfterHooked Method. Super, da mal weg. Und? Also, da geht es hin. Was passt denn da nicht?
Cold Resolve. Ich habe da jetzt gerade das Spiel selber. Ah. Okay. So ist das Open. Einmal Alt Enter Import. Na, das ist was anderes. Anonymous Textbooms. Da kann ich nur, falls meine Methode, falls die Parameter hat, kann ich da die Typen angeben. Das liegt daran, dass das wird verwendet, um die richtige Methode zu finden überhaupt. Moment mal. Das ist nochmal weg. XC Method Hook. After Hook Method. Jetzt geht er. Keine Ahnung, was da war. Aber okay. Was ist denn da los? Ja? Du brauchst nur einen Classloader in der. Ach, der Classloader ist es, richtig, genau, ich vergesse. Genau. Richtig, und zwar, damit das Exposed Framework suchen kann, nach dieser Klasse überhaupt einmal, braucht man auch einen Classloader. Der ist drin. Das, was ich ehrlich gesagt eigentlich beim Entwickeln selber nie nachvollziehen können habe, weil da verwendet man eh immer nur den, der übergeben wird vom Load Package Parameters. Dass man den extra angeben muss, hat mich schon immer gewundert, aber was soll's, okay. Genau, und zwar in Load Package Parameters haben wir den Classloader, den geben wir auch noch mit. Genau, und das war's. So. Das heißt, tun wir das wieder umbrechen, dass man es sieht. Das heißt, wir suchen in dieser Klasse eine Methode mit diesem Namen und wollen danach den Code ausführen. Und zwar, was mache ich da jetzt? Da habe ich wiederum Method Hook Parameters übergeben. Was haben wir da alles drin? Man kann zum Beispiel sagen, man kann das Ergebnis setzen. Man kann das Objekt selbst, also diese Instanz der Klasse Clock, die kann man sich da zurückgeben lassen. Die Arguments, das ist ein Object Array. Wenn es welche gäbe in unserem Fall, könnte man die auch manipulieren. Aber in dem Fall, wie gesagt, bei GetSmallTime gibt es keine. Man kann das Result sich holen. Method, so nehmen wir, okay. Genau, das sind alles Standards. Gut, in unserem Fall, was machen wir? Wir machen ein setResult. Machen wir zuerst ein getResult. Gut, das gibt mir zurück ein Objekt. Weil das Exposed das nicht direkt ausfinden kann, was das für ein Typ ist, muss ich das selbst casten. Aber ich kenne ja meinen Source Code und ich weiß, dass dort drinnen eine Char-Sequence zurückgehen wird. Das heißt, ich caste das auf eine Char-Sequence. Gut, jetzt habe ich da in der Char-Sequence die Uhrzeit drinnen. Immer wenn das ausgeführt wird, wird mein Code ausgeführt. Und da ist jetzt meine Uhrzeit drinnen. Gut, dann fügen wir da einfach mal was hinzu. Schreiben wir zum Beispiel mal Linux da dazu. Also jetzt. Achso. Char-Sequence, genau. Char-Sequence kann kaputt, ist gleich, oder? Naja, ich habe extra dann gegoogelt, weil ich mich gewundert habe, warum da Char-Sequence ist. Es ist angeblich das ganz gleiche wie ein String, aber okay, was soll's. Oder es ist fine. Moment mal, ne? Aha, okay. Na gut, jetzt haben wir einen String. Mir ist aber aufgefallen, genau, dass das im Endeffekt dann wieder ein Problem gegeben hat, teilweise Typecast-Probleme. Das heißt, das heißt, ich mache mir da einfach wieder eine neue Char-Sequence. Time ist gleich Time-String. So, ich habe das einfach beinahe da jetzt nochmal in den richtigen Typ eingeschrieben. Gut, da drinnen steht jetzt die Uhrzeit plus Leerzeichen Linux-Tage. Und das setze ich wieder. Da hole ich wieder meine Parameters, die ich übergeben gekriegt habe. Param.setResult. Und dem gebe ich die Time. So, das heißt, jetzt sehen wir hinten das Wort Linux-Tage dabei. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gehen wir wieder zu meinem Cheese. Gut. Inzwischen hat der da gebootet. Hat eine Zeit gedauert.
machen wir uns nochmal den Exposed Installer auf. Und jetzt sehen wir da keine rote Schrift mehr, obwohl ihr das wieder kaum lesen könnt. Und sehen wir da, das könnt ihr auch nicht lesen, Exposed Version 83 ist aktiv. Okay. Installieren tun wir das jetzt ganz gleich wie jede andere App. Ich muss die direkt über. Okay. Meine Konfiguration funktioniert noch nicht, weil das sagt Load Default. Aktivieren, wir haben keine. Nothing. Okay. Gut, jetzt starte ich das aber wieder. Auf meinen Nexus 4. Und das sieht man dann, dass da oben dann eine kleine Nachricht kommt. Ah, was hat damit? Da funktioniert was nicht. Unable to delete irgendwas, was wir gehen. Das habe ich auch schon einmal gehabt. Machen wir es jetzt so. Jetzt da haben wir da oben eine Nachricht gekriegt. Exposed Modul ist noch nicht aktiv. Wenn wir jetzt anklicken, dann kommen wir wieder unseren Exposed Installer. Das ist verschoben. Naja. Und da drinnen sehen wir jetzt unser Exposed Modul. Erste Zeile der Name und zweite Zeile die Description, die wir angegeben haben im Android Manifest. Und rechts war der Hacker zum Aktivieren. Dann mal das Aktivieren. Was auch wichtig ist, immer wenn man Exposed Modul aktualisiert oder aktiviert oder deaktiviert, dann muss man das Gerät neu starten. Das ist leider gerade beim Entwickeln ziemlich umständlich, weil man halt dann immer, je nachdem wie schnell das Handy ist, ewig braucht, um das mal auszuprobieren, ob es geht. In dem Fall jetzt habe ich gerade noch durch, gerade mal neu starten und hoffe, dass es geht. Das war nicht das Schnellste, aber ich habe es absichtlich entrümpelt, damit es möglichst kurz zum Neustarten braucht. No. Doch, ja. Und wenn es funktioniert hat, dann sehen wir jetzt bei der Uhrzeit, das war Linux-Tage dabei. Das ist so, es gibt jede Menge Exceptions und die werden halt dann geworfen und in dem Fall zum Beispiel wird gar nichts passieren, wenn es nicht geht. Okay, es funktioniert eh nicht, weil das so. Aber ich glaube, das nennt sich der Vorführeffekt. Ich meine, es gibt auch im Exposed Install, gibt auch einen Log. Ich schaue mir nur kurz, ob ich da was sehe. Okay, es hat funktioniert, dass das geladen worden ist und es ist keine Exception geworfen worden. Aber es ist so, das ist mir auch aufgefallen, wenn man zum Beispiel man braucht sie nur vertippen. Man braucht zum Beispiel nur sagen, ich möchte eine Methode mit diesem Namen hooken und dann gibt es den nicht, weil ich mich vertippt habe. Dann wird einfach der Code da drinnen, der wird dann einfach nie ausgeführt, weil der wird ausgeführt, wenn die Methode namens getSmallTime aufgerufen wird. Wie gesagt, das finde ich jetzt eigentlich schade, dass das gerade nicht geht. Dabei habe ich das nämlich extra ausprobiert. Aber ja, zur Frage einmal zurückzukommen, wenn man das zum Beispiel sich vertippt, dann wird der Code nie ausgeführt. Oder wenn was passiert, wirklich das Programm verändert, wo irgendein unvorhergesehenes Verhalten dann ist, dann kann es einfach sein, dass die App abstürzt oder wenn es im ROM was veränderst, dass das ROM abstürzt, das kann schon passieren, aber man kommt da normalerweise relativ schnell drauf. Was am meisten passiert, meiner Erfahrung nach, ist, dass der Code, den man geschrieben hat, nicht ausgeführt wird, weil man die falsche Stelle hookt oder dergleichen, oder weil vielleicht durch Obfuscation irgendwelche Methoden umbenannt werden und die dann im Endeffekt die obfuscated Namen bräuchte zum Hooken. Also
Der größte Aufwand ist, wenn man ein Ziel hat und das mit Exposed erreichen will, was zu verändern, überhaupt einmal die Stelle zu finden, den man dann hooken will. Ich sage, ich weiß es leider nicht, wieso das nicht geht, aber ich sage jetzt noch kurz was anderes, nämlich ich habe da eine weitere App, das ist nur ein Hello World und dort tun wir einfach die Ressource für das Hello World tun wir einfach hooken und austauschen. Tun wir die App schnell auf, mal schauen, ob das geht. Oder ob er da sagt, er mag nicht. Nein, sagt er, able to use. Da ist noch was anderes drin. Ja gut, das bringt euch leider auch nicht viel, wenn das verschwommen ist. Aber da habe ich oben einen Text stehen. Hallo, hallo Linux-Tage. Tut mir leid, sieht man leider nicht. Ja. Gut, probieren wir es einfach mit dem Titel. Den sieht man nicht, glaube ich, dass da Linux-Tage steht, gell? Ja, man kann natürlich das auch ersetzen durch was sehr langes. Da sieht man, oh, da fixt das leider nicht. Gut, dann schreiben wir jetzt nämlich in unserem Modul zusätzlich noch so ein wie heißt es? Ein X-Init. Ix init package resources. Gut, wenn wir das auch noch implementieren, da haben wir eine Methode namens handle init package resources und da kriege ich wiederum so einen Parameter übergeben. In dem suche ich den Code kann ich mal kopieren und zwar, ich möchte dieses Code wieder nur ausführen, wenn mein Package Name passt und zwar, ich möchte jetzt nur in einer App namens also ein Package namens at.linux, na, wie habe ich das genannt? Das wäre anders genannt. com.cypher.linux. Nur in dem möchte ich das machen, ansonsten return. Und ich sage, die Package Resources, die kriege ich in diesem Parameter, den ich übergeben kriege, init Package Resources Parameter, da habe ich unter anderem REST drinnen. Das sind die Resources. Und was kann ich mit denen machen? Was hinzufügen? Hook Layout. Ja. Set Replacement zum Beispiel und ich sage jetzt einmal, ich ersetze einmal was. Set Replacement und zwar, welche Parameter haben wir wieder? Die ID kann ich ihm übergeben als Integer oder, genau, das sieht man wieder so, gell? Die ID als Integer, das ist abgeschnitten. Hoppla. Moment mal. Genau. Wenn ich einen String replacen will, was wir jetzt mal machen, nämlich einfach den Methodennamen, den App-Namen wollte ich sagen, dann sagen wir da, was über das jetzt? Da, String Object. Ich möchte den App-Name, heißt das, gell? App-Name. Strings. Haben wir AppName, der heißt Linux-Tage, genau, und den möchte ich ersetzen durch Linux-Tage Expose. Gut. Haben wir uns das wieder auf? Also, das heißt, ich aktualisiere jetzt mein Expose-Modul. Ja. So, jetzt kriegen wir da wieder unsere Benachrichtigung, dass
Sorry, Kapitän. Na wohl, das habe ich doch gemacht. Install failed, already exists, also. Kann man da nicht aktualisieren mit ADB? Ja gut, die ADB-Jungs da machen sie. Wie? Ja, lernen es auch. Ja. Ich glaube, muss die Package schon angehen. Ja. ADB-Jungs da und Package schon angehen. Aber, erst das. Oder du einfach oder mein Schnitt, genau, bevor ich da lang rum tue. Die Zeit wird schon knapp, ich habe es länger gebraucht für das, was ich gedacht hätte. So. Installieren. So. Gut, dann tun wir das nochmal da so. Jetzt muss es gehen. Gut, jetzt gehen wir in unsere Nachricht. Exposed-Modul aktualisiert. In dem Fall hat er es entfernt, aber er hat gesagt installiert statt aktualisiert. Aber okay, ist wieder aktiviert. Ich muss das Device nochmal starten. Und im Idealfall sehen wir jetzt da einen anderen App-Name. Wie ist das eine Performance her? Muss ja was gemacht werden? Ist es ja merkbar langsamer? Oder? Also ich muss sagen, merken du es überhaupt nicht. Und der Entwickler schreibt auch in seinem Thread auf XD Developers dazu, dass er zwar ein paar Optimierungen in ARP entfernen müssen hat, aber dass er sagt, das ist kaum spürbar und das merkt man kaum. Also ihr könnt nicht sagen, dass jetzt irgendwie der ARP schneller leer wird oder dass die Performance wirklich schlechter ist. Also, es zahlt sich aus, würde ich sagen. So, hockt ihr dann selber den Art auch noch beim Minigen und den Schmierungen auszuziehen? Nein, sondern das Exposed selbst ist im Prinzip in Art integriert. Das ist auch das, was wir geflasht haben vorher. In Art integriert ist aber drin, es sind Manipulationen in Art, die, wo zusätzliche Sachen geladen werden. So. Ja? Zum Thema Rebooten. Für System, wenn du was hockst, ist klar, aber für einzelne Applikationen, wieso nicht? Das liegt daran, dass das Modul, wir haben das gesehen, das Exposed Init, die Datei, dort steht der Ding drinnen, halt, die kommen gleich nochmal zurück, schauen wir kurz das an. Das war wunderbar, jetzt hat das nämlich ebenfalls nicht funktioniert. Okay, ihr habt so schlechtes Karma. Es hat nämlich alles funktioniert, ich weiß nicht, wieso es jetzt nicht geht. Die Frage kurz fertig. Was wollte ich sagen? Und zwar die Klasse wird geladen beim Starten. Wenn das Exposed Framework initialisiert wird, dann wird die Klasse vom Modul geladen. Und das passiert nur beim Rebooten. Das heißt, man muss halt jedes Mal neu starten. Ein Reload kann man nicht machen mit Exposed. Zumindest noch nicht, ja. Okay. Ja. Debug geht ja scheinbar nicht. Hat man einen Debug-Output oder so? Oder wie? Es gibt eine Logger-Klasse. Und das sieht man dann erstens in das Installer. Da sieht man bei Logs, da sieht man den ganzen Output. Hey, siehst du sie hier genau, dass irgendwas nicht funktioniert. Und man kann das auch runterladen als Datei, es liegt am Gerät oben. Ja. Aber im Endeffekt, Debugging Server, das geht im Prinzip nicht, das ist ja das Problem. Ja. Noch Fragen? Für ja. Was nutzt du es in der Praxis? Ich habe bis jetzt ein Modul geschrieben, das ist auch im Exposed Repository drinnen. Da können wir nochmal die Folien aufmachen, da haben wir nämlich noch was kurz was zum Fertigmachen. Achso, die waren da drauf. Ja. Da habe ich zum Beispiel für eine App, die heißt AppyGeek, das ist ein Nachrichtenaggregator. Da gab es einmal eine Bezahlversion ohne Werbung und dann haben sie gesagt, die Bezahlversion weg und gibt nur mehr die mit Werbung. Und da, wenn man die App startet, kommen Fullscreen-Ads und die haben mich echt anzieht. Dann habe ich einfach da gehookt, jedes Mal wenn diese Activity gestartet wird, von dem Fullscreen-Ad, habe ich die onCreate-Methode gehookt und habe gesagt, after hooked method, mach ein Activity-Finish. Dann hat er die einfach geöffnet und gleich wieder zugemacht. Das ist zum Beispiel, habe ich praktisch gemacht. Ich habe auch verschiedenste andere Ideen, aber das Problem ist, dass meine Ziele meistens so hochgesteckt waren, dass ich es im Endeffekt nicht geschafft habe. Weil das Problem ist, wie gesagt, nochmal, du musst wirklich als erstes das Ziel finden. Wenn du sagst, ich habe eine Idee, was ich machen möchte, dann muss ich zuerst das Ziel finden von dem Code, den ich hooken will. Das Implementieren ist dann, abgesehen davon, wenn sowas wie jetzt passiert, das einfach nicht geht, wie es auch immer, ist dann an sich das gar nicht ein Problem. Andere Geschichten, die es gibt, zum Beispiel also für YouTube-App gibt es einen Hintergrund abspielen, was die normale YouTube-App nicht mag, dass es nicht im Vordergrund ist.
Ah, geschnitten, okay, super. Genau, ja. Das braucht man dann. Genau, ja. Gut, das sind jetzt abgeschnitten. Moment, da kann ich aber das auch anzeigen, gell? Ja. Ja, genau, nein, ich habe ja nichts mehr, ich nur ein paar Links und ansonsten nichts mehr zu sagen, ja. Tja, tut mir leid, dass das leider nicht funktioniert hat, dass es kurz war, aber ich hoffe, ich habe trotzdem was mitnehmen können.